Herzlich willkommen, liebe Wenn-Berlin-Freunde, live von der Messe Caravansalon 2022, heute am Freitag, dem ersten Messetag, bin ich unterwegs. Und wen treffe ich da? Ich treffe den Harry wieder. Wir haben uns in Leipzig das letzte Mal gesehen, als wir uns ein Voyager Wohnmobil angeschaut haben. Und der Harry hat gesagt, pass auf, André, komm mal her, ich muss dir ein interessantes Wohnwagen heißt es ja genau, ist ja nicht mehr Wohnmobil, ist ja Wohnwagen, zeigen. Und wir werden uns jetzt gemeinsam den LMC Sassino 470K ansehen. Nach einem kleinen Intro geht es dann direkt auch schon los. Ja, also willkommen bei Van Berlin und bei Harry vom Tramp Caravanland. Das muss ich natürlich noch dazu sagen. Und wir sind, wie gesagt, beim LMC-Stand, Harry. Und richtig. Jetzt gehe ich schon hinter die Kamera und du bleibst davor, weil du wirst mir jetzt einen interessanten Wohnwagen zeigen. Als erstes, bleib mal hier. Achso, ich bleib. Wir fangen mal ganz anders an. Wir machen es diesmal so, dass ich dir mal zeige, was ich mit Schnipsen erreichen kann. Oh, mit Pass Schnipsen. Auf. Du warst ja gerade auf dem Caravansalon 2022. Sind wir immer noch. Und ich mache jetzt so und sage, wir sind auf dem Caravansalon 2023. Weil wir sehen hier die Modelle. 2023. So ist es. Jahr. Das heißt, heute wird gezeigt, was es morgen zu kaufen gibt, beziehungsweise übermorgen geliefert wird. So ist es. Wenn man so will. Okay, genau. Naja, dann würde ich sagen, trotzdem schauen wir uns gemeinsam das Modell an. Auf 23. Dann? Auf die 23. Ja, jetzt darfst du wieder dahinter. ja, Harry, sehr, okay. Schön, sehr schön, dass wir euch mal sehen, dass wir uns mal wiedersehen sozusagen. Uns mal wiedersehen nach Leipzig. Lange ist es ja, her. Genau. So viele Messen gibt es ja gar nicht. Nein. Aber die weltweit größte Leitmesse, so ist es ja einfach mal. Richtig. Ne? Hier in Düsseldorf. Ja. Wohnmobile, Wohnwagen, Vanlife, alles, was es damit auf sich hat, gibt es ja hier in 17 Messehallen, habe ich heute gelernt. Ganz 736 Aussteller aus 34 Ländern auf über 250.000 Quadratmeter. Ja, und es ist tatsächlich die größte auch hier in Düsseldorf. Ja. Wir haben es ja dieses Jahr so, dass die Hümer-Gruppe dieses Jahr komplett wieder, nicht ganz komplett, aber die Hümer-Gruppe mit hier ist. Dadurch sind neue Hallen dazugekommen. Wir sehen hier die Halle 6, einer der neuen Hallen dieser Messe. Wir sehen viele Glasflächen, schöne Höhe, angenehme Raumtemperatur. Ja. Das ist eine Halle, die uns sehr gut zu Gesicht steht mit unseren modernen Fahrzeugen in einer modernen Halle. Passt doch zusammen. Genau. Und jetzt wundert euch, warum das wahrscheinlich so leer ist. Weil es wieder schon ein bisschen später ist heute. Und heute ist eh der Vortag. Also heute sind eher Fachbesucher da und Pressevertreter. Aber ein bisschen darf das Publikum auch schon rein. Aber für uns die ideale Möglichkeit, uns mal diesen Wohnwagen anzuschauen. Also den LMC Sassino 470K. Und für die Technik-Freaks unter euch blende ich das mal direkt hier ein. Könnt ihr mal so ein bisschen schauen, was damit alles auf sich hat, was dieses Fahrzeug alles so drin hat. Und dann zeigen wir euch das Auto. Und das Auto sage ich schon, ich bin immer noch bei Wohnmobil. Ne? So aber es ist halt ein Wohnwagen. Zeigen wir euch den mal von außen. Harry, wie lang ist der? Zu hören bist du ja hier noch. Also die von den 470 nicht durcheinander bringen lassen, die Bezeichnung. Hersteller machen. Wenn wir jetzt bei dem hingehen und gucken uns die Gesamtlänge an, Gesamtlänge ist also die Länge mit Deichsel, sind wir bei 7,15 Meter. Ja. Ja, und wenn wir die Aufbaulänge nehmen, dann ist das ca. 1,25 Meter weniger und das ist dann der Aufbau. Aber an sich wird beim Wohnwagen immer die Gesamtlänge, also mit Deichsel genommen, sind wir also bei 7,15. Was auch immer wichtig ist beim Wohnwagen, ist das Leergewicht. Das heißt, das Gewicht des Fahrzeugs im serienmäßigen Zustand, so wie er im Werk rausrollt, mit den Sachen, die man dann entsprechend dazu nimmt. Wir haben also bei dem jetzt ein Leergewicht von 1081 Kilo. Ja. Dann gibt es noch die Bezeichnung Masse im fahrbereiten Zustand, dann sind die Wassertanks voll und so weiter. Aber das ist individuell beeinflussbar. Gehen wir vom Leergewicht aus und dann gibt es die entsprechende Gesamtmasse. Das ist das, welche Achse der Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen hat. Serienmäßig wäre das bei dem hier eine 1200er. Ist natürlich nicht praktisch, weil das sind ein bisschen wenig Kilos, aber vielleicht die ein Elektroauto haben, nicht mehr dürfen, die sich dann auch beschränken müssen, ist das eine Variante. Wir würden hier eine Auflastung empfehlen auf 1360 oder 1500 Kilo. Dann sind wir gut unterwegs, dass wir also auch vernünftig was einladen können, beziehungsweise unsere Wünsche, die wir an Ausstattung noch dazu haben, auch realisieren können. Okay. Wollen wir uns das, den Wohnen... Es ist einfach so drin. Du bist eigentlich ein Wohnmobilmann. Ich bin eigentlich im Wohnmobil zu Hause und nicht im Wohnwagen. Von daher verzeiht es mir bitte immer wieder. Aber wollen wir uns den Wohnwagen
von innen mal anschauen. Warum habe ich eigentlich diesen Wohnwagen rausgesucht, dass wir ihn mal vorstellen? Ja. Wir haben unsere Campingfreunde, die mit den Reisemobilen unterwegs sind, die aus der oberen Preiskategorie kommen und sagen, wir brauchen aber auch Nachwuchs im Campingbereich. Und Ja. Wer ist der Nachwuchs? Das sind junge Familien mit Kindern, Ja. Wo das Budget noch nicht ganz so groß ist, wo wir vielleicht ein Einsteigermodell brauchen, wo wir sagen, das sind die zukünftigen Wohnmobilisten. Also fangen wir mal beim Wohnwagen an. Wir haben hier eine Kinderzimmervariante, ja. Ja, wo wir sagen, also für Familie mit Kindern ideal. Wir haben ein Fahrzeug, was relativ leicht ist. Wir können also mit vielen Zugfahrzeugen, fast alle Zugfahrzeuge sind geeignet, um diese Größenordnung von Fahrzeug mit dem entsprechenden Gewicht auch ziehen zu können. Ja. Ja? Wie gesagt, wir hören nicht weiter, Harry. Ich will bloß das sehen Fahrzeug direkt außen mal von außen zeigen. Dass wir bei dem Fahrzeug hier in diesem hinteren Bereich die große Serviceklappe haben, die in die Etagenbettvariante hineingeht. Wir sprechen eigentlich von einem Doppelstockbett. Und hier ist die Besonderheit, dass das Doppelstockbett zu einem Dreietagenbett gemacht worden ist. Wir wollen ja auch in Deutschland unseren Nachwuchs fördern und auch die Familie, die mehr als zwei Kinder haben, mit einem schönen Wohnwagen versorgen. Hintergrund ist auch der, dass bei LMC viele Fahrzeuge für die nordischen Länder produziert werden, wo die Familien größer sind. Ja, und Ja. Darum das als eine Sonderoption. Serienmäßig ist es natürlich nur ein Doppelstockbett. Und wir gehen anschließend noch mal zu einem Fahrzeug, wo man auch nur ein Doppelstockbett sieht. Ja, das hier ist optional und kann nur separat bestellt werden. Würde Werk dann so geliefert werden. Wir sehen, wir haben die Gewichtsbegrenzung bei den oberen Betten auf 80 Kilo, das untere Bett natürlich ohne Gewichtsbegrenzung und können somit sagen, Kinder bis 80 Kilo, dann sollten sie soweit sein, dass sie erwachsen sind und schon im Zelt draußen schlafen können. Dann zählen sie auch nicht mehr wirklich schlafen. Als Kind. Genau. Ansonsten, ich habe es eben schon gefilmt, das obere Bett und das untere Bett haben jeweils seitlich das Fenster. Richtig. Und das mittlere Bett hat dann hinten raus das Fenster. Bei dieser Variante, wenn es zwei, frage ich jetzt mal, wenn es nur zwei Betten hat, dann bleibt das obere Bett in der Position und das untere wird auf eine Mittelposition gebracht, sodass wir unten drunter noch Stauraum haben. Aber das würde ich dann nochmal erklären, wenn wir direkt beim Doppelstockbett sind, dann Ja. Kann man sich es besser vorstellen. Hier ist es jetzt auch so, dass dieses Bett fest ist, nicht wegklappbar ist. Bei dem Doppelstockbett ist das untere Bett wegklappbar, sodass wir diese große Klappe, die wir draußen gesehen haben, natürlich auch sinnvoll nutzen können, um zum Beispiel Fahrräder für die Fahrt oder Kinderwagen oder ähnliche Sachen unterzubringen, Okay. Die etwas sperrig sind und ein bisschen Platz brauchen. Alles klar. Und das Ganze kann man ein bisschen separieren. Das heißt, hier ein Kinderzimmer, wenn man so will, halt herstellen, indem man den Vorhang sich zuzieht. Und dann abends auch vielleicht mit ein bisschen Licht hier innen drin, also der Elternbereich, einfach sitzen kann, ne? Und dann ein bisschen das länger noch genießt. So, jetzt habe ich mich schon mal reingemogelt. Wir waren ja eigentlich draußen. Ja. Durch die Klappe, durch die Betten bin ich nun noch schon nach drin gekommen. Darf ich drin bleiben oder gehen wir wieder raus? Du darfst drin bleiben. Ich zeige schon gleich mal bei der Tür was, wie man es vom Wohnmobil her kennt, auch beim Wohnwagen. Fliegenden Gittertür, damit die kleinen Quälgeister draußen bleiben, haben wir natürlich auch an den Fenstern. Inklusive Verdunklung, also die Kassettenrollos, wie wir es vom Wohnmobil her kennen, auch Ja. Im Wohnwagenbereich. Ne? Einmal Gase, Ja. Einmal Verdunklung. Okay. Ne? Geht auch ganz nach unten, wenn die Deko weg ist. Ne? Kommen die Kassettenrollos. Wir haben jetzt bei dem Fahrzeug einen besonderen Grundriss. Diesen Grundriss gibt es so ungefähr seit 2-3 Jahren. Man hat hier diesen Grundriss entwickelt, um auf einem kleinen, kurzen Fahrzeug eine Kinderzimmervariante zu realisieren, dass wir die Betten nicht wegbauen müssen. Einmal für die Eltern nicht, sie bleiben permanent, Ja. Für die Kinder nicht. Und wir haben trotzdem eine große Sitzgruppe. Bei vielen Kinderzimmervarianten sind die Sitzgruppen im seitlichen Bereich eingebracht. Dann hat man also das Fenster, den Tisch und hier die Sitzbank. Ja. Und meistens ist das in der Mitte. Gibt nur den einzigen Platz. Hier ist der Radkasten Ja. Vom Fahrzeug. Das heißt, wir haben im Sitzbereich unten dann meistens nur diese Breite für die Beine von zwei Leuten. Ja. Das ist immer etwas eingeschränkt. Hier haben wir jetzt mal tatsächlich einen Sitzbereich, wo ich also mit vier Personen bequem sitzen kann. Ich gehe mal ein Stück zurück, dann sieht man es besser. Ja, ohne es umbauen zu müssen mit Polsterung und so weiter. Wir haben diesen Tisch, den ich komplett rausziehen kann. Dann auch einen großen Tischbereich habe. Ich kann ihn komplett verschwinden lassen, wenn ich ihn nicht benötige. Ja. Wir können hier Liegefläche machen, wir können hier Liegefläche haben, die haben wir ja permanent, und wir können hinten Doppelstockbetten machen. Also für ganz hartgesottene oder
für eine große Familie, die sonst vielleicht zwei Kinder draußen im Zelt haben und es würde mal schlechtes Wetter werden, könnten wir im Extremfall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen bei dem Dreietagenbett, 7 Personen in dem Wagen unterbringen. Was sicherlich keine Dauerlösung sein sollte, ne? aber für den Fall der Fälle oder auf der Reise. Wir fahren nach Kroatien runter und schaffen es nicht an einem Tag und machen irgendwo eine Übernachtung und tun das dann entsprechend gestalten hier drin. Also es wäre sicherlich kein Serienteil, aber ich sag mal, selbst wenn du es mit Kleinkindern machst, also es gibt ausreichend Familien, die haben 4 kleine Kinder, die sind relativ zügig hintereinander Eltern geworden und die suchen ja auch nach einer Lösung so, und dafür geht es dann wieder. Ich meine, wenn du, es ist jetzt nicht für 7 Erwachsene, aber wenn du, weiß ich, drei, vier kleinere Kinder. Wir sprechen über eine junge Familie. Genau. Oder da kommt mal einer zu Besuch von den Freunden und dann brauchen die das für eine Nacht irgendwie mal, dann okay. Wenn wir natürlich mit so viel Personen unterwegs sind, ist immer die Frage, wo bringe ich alles unter? Ne? Wir haben also hier die hohen, den großen Stauraum. Ich mache mal den Tisch vor. Und jetzt können wir mal unten reingucken und sehen, dass hier eine sehr große Staufläche unten vorhanden ist. Ja, das Schwarze ist noch ein Polsterelement. Das ist ein Polsterelement, wenn hier bei der Sitzgruppe Polster gemacht werden soll. Ja. So, was wir hier sehen, ist es die serienmäßige Ausführung. Ich würde jedem Kunden empfehlen, hier eine Serviceklappe noch seitlich von außen einbauen zu lassen, dass man also von draußen Campingstühle, Campingtisch einräumen kann. Beispielsweise links oder rechts. Links oder rechts, genau. Wir sehen, dass hier keine technischen Objekte sind. Wir können also wahlweise links oder rechts machen, würden dann natürlich in dem Bereich die Lüftungsrohre entsprechend abdecken, dass sie nicht verformt werden, sodass man hier diesen großen Raum auch vernünftig nutzen kann. Man kann von hier oben nachladen, also diese Öffnung, die wir gesehen haben mit Gasdruckfeder, das ist serienmäßig und ermöglicht uns den Zugang hier rein. Nun, wenn wir jetzt hier den Tisch wieder reinschieben, sehen wir, geht das bis hinten, also würde jetzt noch ein Stück weiter reingehen, aber wir wollen die Deko mal dort lassen, wo sie ist. Ja, und haben hier diesen Bereich, wo man sagt, okay, ich bin mit Familie unterwegs, was weiß ich, was wir an Spielzeug alles mitnehmen wollen. Wenn es leicht ist, gar kein Thema, Raum ist genug da. Genau. Und das ist, also ich kann hier gemütlich sitzen, sag ich mal. Also ich sitze jetzt hier auf der rechten Seite. Harry, du nimmst da drüben links Platz. Ja. Also ich sag mal, hier selbst zu sechst, also vielleicht nicht den ganzen Abend, aber so mal ein paar, also durchaus ein paar Stunden würde es durchaus funktionieren. Genau. Wie gesagt, nicht unbedingt Erwachsene, aber wenn du da mit Kindern unterwegs bist, das funktioniert schon. Face to face würde man das bei uns dann wieder als Wohnmobilist sagen. Stauraum, wir haben hier vorne ein bisschen was, ein paar Klappen, 2 Stück. Genau, wir haben hier die großen Klappen, die haben eigentlich eine recht hohe Tiefe, wenn wir mal hier reingucken. Stimmt. Ja, wir gehen sehr, sehr weit rein. Ja, deutlich mehr, als das bei uns im Wohnmobil der Fall wäre. Richtig, hier auch nochmal. Aufgrund der Bauform, okay. Rechts und links offene Regale. Ja. Wenn du mal hier oben hinhältst, dann siehst du hier oben Löcher, hier hinten in der Schiene. Ja, man sieht sie, ne? Die hintere. Ja. Das ist jetzt kein Versuch, was einzusparen, sondern hier geht es darum, dass die Hinterlüftung der Möbel komplett sind. Wir sehen, wenn du unten hinten reinguckst, hinten ist offen. Ja. Du siehst es bei der Beleuchtung, dort hast du einen ca. 1 cm Abstand zur Wand. Ja. Du hast hier oben offen, das heißt, die Luft, die von unten nach oben kommt, kann zirkulieren hinter den Sachen, die eingeladen sind. Ja. Und dadurch bleibt das Fahrzeug sehr vom Raumgefühl her, von der Feuchtigkeit her, sehr gut geschützt. Okay. Na, wir haben hier die Seitenfächer, die sind natürlich nicht mehr so tief, sonst würden wir hier im Bereich es zu eng haben. Ja. Aber auch hier links und rechts große Fächer, wo wir Sachen unterbringen können. Guck dir mal die Scharniere an. Richtig gute Topfscharniere sind das. Die sind sehr haltbar. Ja, und auch 3 Stück verbaut. Hier eine Halterung, wenn die Klappe zu ist, dass das auch zu bleibt. Was noch wichtiger ist als das, ist eigentlich hier diese Kante. Ne? Weil diese Kante verhindert natürlich, dass wenn ich mal Bewegungen haben während der Fahrt, dass das, was schwer ist, rausfallen kann. Ja. Also wichtig beim Beladen beim Wohnwagen ist auch Schweres nach unten, Leichtes nach oben, wie beim Wohnmobil auch. Ne? Das kennst du. Ich kenne das und wer es dann nicht kennt, der wird das relativ schnell lernen. Ja. Die Erfahrung machen. So, warte mal ganz kurz. Hier oben, ich setze mich noch mal kurz hin. Für Tageslicht ein schönes großes Heki. Ja, und auch für die Belüftung entsprechend am Tag. Auch was Besonderes bei dem Heki. Wir haben sonst immer diese zum Runterklappen und dann hoch. Hier ist es so, dass ich das Heki nur hier ankippen brauche und kann es dann verschieben. Wenn du hier rangehst, hier siehst du mal, jede kleine Rast ist eine Stellung, die du nutzen kannst. Du hast wirklich über die gesamte Größe die Möglichkeit, die Öffnungsgröße zu wählen. Sehr, sehr variabel. Verdammt viele Möglichkeiten, das einzustellen. Ja. Richtig. Ne? Auch hier oben Gase. Und Verdunklung. Ja, okay. Ja.
So, dann haben wir noch mehr Stauraum. Ja, da hast du deinen Rucksack versteckt. Das ist richtig, extra breiter Wäscheschrank. Ja. Sie haben da, also etwas es geht automatisch, ist das Serie? Das so ist diese, Serie, ja, genau. Die Beleuchtung, okay, eine Kleiderstange für das Abendkleid. Oder dein Rucksack gehört nicht dazu und die Kiste, wo die Deko sonst drin ist, gehört nicht dazu. Ja, das ist die Serienausstattung. Aber unten drunter ist die Heizung, eine 3000er Truma-Heizung. Das heißt, mit dieser Heizung in Verbindung mit der Umluftanlage werden wir das Fahrzeug, den Wohnwagen, in bis minus 10 Grad bei 20 auf 20 Grad Innentemperatur und über 20 Grad Innentemperatur halten können. Okay. Ja, also wintertauglich für den Anfangswinter, ne? Ja. Aber bei größeren Temperaturen haben wir andere Baureihen, wo wir spezielle Lösungen für Wintercamping haben. Ja. Hier haben wir es mit einem leichten Fahrzeug zu tun, wo man eben auch auf Gewicht achtet und alles, was zusätzlich verbaut wird, ist eben auch Gewicht. Auch Besonderheit bei diesem Fahrzeug, wir kennen Wohnwagen in der Breite von 2,30 als Standardbreite. Ja. Wir kennen die 2,50er Breite. Hier haben wir eine Breite von 2,12 Meter. Das Fahrzeug ist also etwas schmaler. Ja. Wirkt aber hier nicht so schmal. Nein. Also das ist okay. Das sind die schönen geraden Flächen, die wir hier haben. Ja. Wir haben hier in dem Bereich, dadurch, dass hier die Sitzgruppe mittig ist, natürlich ein unwahrscheinlich gutes Raumgefühl. Ja. Und bringen dadurch entsprechend hier auch eine angenehme Atmosphäre rein. Ja. Ja. Und ausreichend Stauraum für das Geschirr. Richtig. Ja, im Küchenbereich. Fahrzeuge haben über Sonderpakete, die dazugehören, Warm- und Kaltwasser, über die Truma Therm, über einen Boiler, der über 230 Volt funktioniert. Sehr großes Spülbecken im Vergleich zu meinem kleinen Wohnmobil. Ja. Drei Flammkocher, Spülbecken. Auch hier ist es so, es gibt natürlich größere Kocher, es gibt größere Becken noch, aber wir sind bei einem Fahrzeug, wo wir Wert drauf legen, über die Nutzbarkeit innen für die Möglichkeiten und hier mit einer Familie gut unterzukommen. Natürlich ist das beschränkt dadurch, dass wir eine Situation haben, wie ich schon sagte, Gewicht und Raum. Hier unten drunter haben wir einen großen Schrank. Das ist der Schrank, der dieses Jahr zusätzlich gekommen ist. Radkasten und ein bisschen Belüftung. Genau, okay. Radkasten, das gehört immer dazu. Das gehört dazu. Hier haben wir Stauraum drin. Ja. Und wie du es vom Wohnmobil her kennst, natürlich auch ein Bereich, wo Besteck untergebracht wird und das auch schon entsprechend vorgesehen ist. Ja. Ja, was mir fehlt, ist noch der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Also, es gibt die 2022er Baureihe, bei der war es so, dass der Kühlschrank hier untergebracht war, über diese gesamte Größe. Wir haben dieses Jahr die Sassino-Baureihe komplett auf Kompressorkühlschränke umgestellt. Okay. Ja? Kompressorkühlschränke werden in einer Slim Tower-Variante verwandt. Ja? Wir haben hier einen Kühlschrank mit über 130 Liter Fassungsvermögen. Ja, der wirkt schon schön groß. Also mit dem Frostbereich. Passend für meine Eiswürfel. Ja. Vorteil von Kompressorkühlschrank ist den meisten Campingfreunden bekannt. Er hat eine wesentlich höhere Kühlleistung als der Kombikühlschrank. Kombikühlschrank hat natürlich den Vorteil, dass ich ihn, wenn ich keine 230 Volt habe, über Gas bedienen kann. Ja. Wir haben Kunden, die haben sich beim Auto schon mittlerweile ein zusätzliches Batterieback für unterwegs mit eingepackt, wo sie dann die Versorgung hinten für den Kühlschrank organisieren. Dieser Schrank ist dieses Jahr neu hierher gekommen, weil vorher war es so, dass die Nasszelle hier nach vorn gerückt war. Wie gesagt, voriges Jahr war der Kühlschrank hier unten drunter. Das heißt, hier war kein Kühlschrank. Die Nasszelle ging bis hierher. Und dieser Schrank hier, den wir als Schrank mit Fächern haben, war dann bis an die Seitenwand gesetzt. Wir sehen hier, der geht jetzt natürlich nur bis zur Wand der Nasszelle. Ja. Ja? Also der war früher größer. Der war größer und wir hatten hier ein bisschen mehr Platz bei dem 22er. Man muss immer Kompromisse schließen. Ja. Ja? Hier ist es jetzt etwas enger. Ja? Dafür haben wir den etwas größeren Kühlschrank. Der Kühlschrank, der hier untergebracht war, hatte 100 Liter Fassungsvermögen. Der hat 130 Liter Fassungsvermögen. Das ist ein Kompressor. Was wir hier hatten, war der über 230 Volt, 12 Volt und Gas funktionierende. Absorber, dann genannt. So ist es.
Jetzt haben wir noch eine Tür, über die haben wir noch nicht gesprochen. Und eine Funktion. Das stille Örtchen, ne? Da spricht man ja nicht drüber. Und eine Funktion. Na, ich hatte jetzt befürchtet, dass schon einer drauf sitzt. Deswegen. Na. Also die Nasszelle, die sogenannte, obwohl das hier eher eine Trockenzelle sozusagen ist, weil hier nicht geduscht werden sollte in dieser Variante. Ja, im Gegensatz zum Wohnmobil ist es so, dass wir uns mit dem Wohnwagen die meiste Zeit auf dem Campingplatz aufhalten, dort die entsprechenden Sanitärzellen haben. Wir haben mal eine Befragung gemacht, ca. 90% der Campingfreunde haben in ihrem Wohnwagen noch nie geduscht. Ja. Ja, und darum ist es so, dass also es ein Duschpaket gibt. Wenn der Kunde sagt, ich möchte aber hier drin duschen, dann kann er das bestellen, muss es entsprechend bezahlen. Diejenigen, die es gar nicht brauchen, sparen das Geld dafür. Es ist also einfach eine Frage der Ökonomie, die hier vonstatten geht. Wenn wir sehen, wie wenig Platz hier unten ist, und uns jetzt hier vorstellen, dass hier unten eine Duschtasse drin ist, dass hier die Vorhänge runterhängen. Ja, das ist, wer will mit so einem Duschvorhang, der 20 cm neben dir hängt, duschen, weder weiß, dass das dann irgendwann an der Haut klebt. Du kuschelst mit dem Vorhang, ob du willst oder nicht. So ist es. Aber wir sehen auch hier, obwohl wir von einem Fahrzeug sprechen, was jetzt aus der Einsteigerbau Reihe ist, was vom Gewicht her leicht ist. Wir sehen trotzdem richtige Metallscharniere. Ja? Das ist also richtig, auch das vom Griff her. Das macht einen wertigen Eindruck. Also das erinnert Edelstahl an gebürstet. An die Tür, wie sie zu Hause im Bad ja genauso ist. Also ja, genau. Auch hier siehst du drei Scharniere, nicht nur zwei Scharniere. Das sind also so Zeichen, woran man erkennt, wie aufwendig. Hier sind sogar vier Scharniere untergebracht. An der Tür. Das ist also eine ordentliche Arbeit. Es wirkt alles wertig und stabil und fässt sich auch gut an. Also ich selber gucke mir die Formen ja immer gerne an. Ehemals ja was mit Küchen mal zu tun gehabt. Also gucke ich auf die Kanten immer besonders ein bisschen. Ja. Das wirkt schon wertig. Umleimer sind immer eine Frage, dass sie also auch etwas stabiler sind, dass sie gut gearbeitet sind. Das haben wir hier. Es ist hell gehalten, das Fahrzeug. Wir arbeiten mit Grau, mit grauen Tönen, mit einem hellen Streifen, dass es eine angenehme Atmosphäre hier gibt, obwohl es eben nur ein 470er ist von der Größe her. Naja, 470 von der Nummer her, wie gesagt, er ist ja wieder größer. Ja, okay. Gut, aber er tut sich als Kinderzimmerwagen jetzt in dem Bereich der kleineren ansiedeln. Ja, es gibt dann noch die, wo man eben kein extra Bett hat, das wäre dann zum Beispiel der 390er bei uns. Ja, aber wie gesagt, ich sage immer, die meiste Zeit, die ihr im Wohnwagen seid, wo seid ihr dann? Na, nicht im Wohnwagen, oder? Du hörst mal wieder zu, wenn deine Follower so zuhören wie du, dann hören sie sich zweimal an. Nein, ich habe gefragt, wenn du im Wohnwagen bist. Okay, rein im Wohnwagen. Rein im Wohnwagen. Also nicht mit dem Wohnwagen unterwegs, sondern im Wohnwagen. Welchen Bereich nutzt du am meisten? Na, mutmaßlich diesen hier. Ja, also du sitzt... Oder beziehungsweise in der Nacht, ich meine, die Nacht ist ja, das darfst du ja nicht vergessen, 8 Stunden. Alles klar. Ja, siehst du. Ja, also du sitzt einfach mal 8 Stunden. Nein, ihr liegt im Bett, und darum ist aus meiner Sicht der Bettenbereich, die Liegequalität was ganz Wesentliches. Ja, weil wenn ihr im Sommer unterwegs seid, wo so wunderschönes Wetter ist und ihr seid, dann seid ihr draußen, dann seid ihr nicht hier drin zum Sitzen. Ne? Das ist eine Sache, wo ich, wenn ich im Frühjahr oder Herbst unterwegs bin, dann sitze ich auch mal drin. Da ist das wunderbar, dass wir die große Sitzgrube haben. Oder es ist mal schlechtes Wetter draußen, dann kann ich mich hier auch zurückziehen und kann mal hier drin spielen. Ja, aber ansonsten bin ich mehr draußen. Also tatsächlich, das Bett ist das meistgenutzteste Möbelstück in einem Wohnwagen. Und darum bitte, liebe Eltern, leistet euch ein gemeinsames großes Bett. Ja. Dann können wir es auch so machen, dass ihr das Doppelstockbett oder das Dreietagenbett erstmal nur mit einem Kind besetzt. Ihr habt das große Bett, also jederzeit die Möglichkeit, an der Auslastung des Wohnwagens zu arbeiten. Das hast du schön gesagt. Ja, soll ja auch Spaß machen im Urlaub. Ne? Was kostet das ganze Ding? Also wo sind wir hier preislich in etwa? Ich habe vorhin das ja schon mal gefilmt. Ich meine mich an 24.000 Euro zu erinnern, die ich da draußen gefilmt habe. Ja, wir gehen nochmal nach draußen, gucken nochmal drauf. Wir haben also hier die Sonderausstattung, die wir hier drin sehen, alles preislich mit aufgelistet. Ja. Wir sind also jetzt hier bei dem Fahrzeug bei einem Preis von 24.000. Also 20.000 sozusagen der Grundpreis, die Basiseinheit, dann kommen die ganzen Ausstattungsfeatures dazu. Ja. Und dann sind wir irgendwo beim Ausstattungspaket 3.920 und sind dann irgendwo bei 24.000
mehr oder weniger richtig, genau. Platt. Was immer noch dazu kommt, sind 165 Euro für TÜV und Brief, also für die Dokumente. Ja. Und die Frachtkosten sind meistens in Größenordnung so um 800, 900 Euro. Also realistisch beim Händler abholbar so ein Fahrzeug für 25.000. Ja, und bei Tramp Caravanland, was macht ihr? Also, Leute, ihr habt alle in der letzten Zeit gesehen, was die Preise gemacht haben. Ja. Sie sind galoppiert, ja, auch im Caravan-Bereich, bei den Wohnwagen genauso wie bei den Reisemobilen. Und wir haben uns einfach entschieden, haben gesagt, alles, was wir aus der 22er Produktion kriegen können, das nehmen wir noch zu den alten Preisen, um diesen Preissprung nicht mitmachen zu müssen, zumindest für die ersten Fahrzeuge. Wir haben also 7 Fahrzeuge auf Lager stehen, die sofort verfügbar sind, als 22er Modelle. Das heißt, Fahrzeug habe ich euch vorhin schon gesagt, was waren die Unterschiede. Ich zähle sie nochmal auf. Wir hatten bei dem 22er Modell den Kühlschrank unterm Kocher. Das war der auf der Seite, dort. Genau, das sondern war also, der ist da. Richtig. Alles klar. Wie viel Liter hatte der dort? Dieser jetzt hier 130, der andere damals, ich mutmaße 100. Aber ich genau, hast es dir gemerkt, gibt's zu. Also 100 zu 130, aber dafür dann hier dieser Bereich nicht mit Kühlschrank. Das heißt, die Nasszelle rückt nach vorn. Ja. Und dieser Schrank, der jetzt hier ist, den kleinen, den man gesehen hat, der rutscht mit seiner Tür auf Höhe der Nasszelle. Und die ganze Tiefe, die wir dann haben, ist für den Schrank vorgesehen, beziehungsweise die Kinder können hinten in dem Bereich teilweise noch in den Schrank mit hineingreifen. Okay, und beim Bett gibt es auch noch einen Unterschied. Das ist nicht das 3, sondern das ist mit 2. Das Doppelstock, das 3-Etagen-Bett ist in jedem Jahr eine Sonderoption. Ah ja, alles klar, okay, verstehe. Also serienmäßig hat er in diesem Jahr auch nur ein 2. Doppelstockbett. Okay. Genau. Und damit man sich das vorstellen kann, setzen wir mal um zu einem anderen Fahrzeug, wo wir das Doppelstockbett sehen. Und ich würde euch noch mal gerne die Serviceklappe zeigen, wo ich der Meinung bin, dass die hier auf dieser Seite eigentlich ein Muss ist. Ja, na klar. Also ich meine, wenn du mit den Gartenstühlen erst nach innen rammeln musst, um sie dann durchs Wohnmobil... Ja, also von außen wäre es natürlich besser, das zu machen. Wollen wir die Preissache da drin nachher noch auf der anderen Seite? Wollen wir es jetzt sagen? Wollen wir es jetzt sagen? Ich sag, also hier kommt nochmal. Also das Ding... Also wir sind normalerweise ab Händler, wie gesagt, bei einer Größenordnung von ca. 25. Ja. Wir haben die Fahrzeuge bei uns ausgepriesen für 21.900 mit einem Einsteigerpaket dazu. Wenn ihr wollt, verzichten wir auf das Einsteigerpaket und wir machen hier auf der Messe in Düsseldorf für diese 7 Fahrzeuge einen Preis von 21.000 Euro pro Fahrzeug. Ja. Ja, das ist dann eine Preisersparung von ungefähr 4.000, zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ja, ich glaube, damit haben wir alle Preissprünge, die hier beim Fahrzeug irgendwo drin sind, also abgefedert. Wie gesagt, was wir nicht haben, dann ist das 3-Etagen-Bett. Ja. So, ansonsten haben wir die Ausstattung, wie wir es hier sehen. Außer die Sachen, die wir euch noch zeigen wollen, wie es im Doppelstockbett aussieht. Ja. Die zeigen wir euch gleich, aber kurz nochmal gesagt. Also das ist, wie gesagt, jetzt ein besonderes Angebot von Tramp Caravanland. Die Kontaktdaten schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das musst du einmal aufklappen, da ist unten drunter, da könnt ihr das einfach öffnen. Ja, da schaut euch das an, meldet euch bei Harry. Die Kontaktdaten, wie gesagt, schreibe ich rein. Ich gebe dir die Telefonnummer, die ich hier auf der Messe habe. Und wenn es für jemanden interessant ist, ihr die Absicht habt, hierher zu kommen, könnt ihr euch gerne telefonisch vorher anmelden, dass wir einen Termin dazu ausmachen, dass wir auch noch prüfen können, wie viele Fahrzeuge sind noch da, dass man also dieses spezielle Angebot dann auch tatsächlich wahrnehmen kann und es nicht heißt, was haben sie uns wieder im Fernsehen erzählt? Ja. Ne? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Okay, also, gut. Dann switchen wir kurz, mach kurz die Pause-Taste und dann gehen wir schnell zum anderen rüber. Ja? Genau, so machen wir das. So, wir sind nochmal umgezogen zu einem Fahrzeug, wo wir diese Serviceklappe haben, von der ich euch schon berichtet habe, wo ich sage, es ist eigentlich ein Muss. Wir haben hier eine Serviceklappe in der Breite von fast 1 Meter, in der Höhe von 40 cm. Hier kann man sich vorstellen, dass ich tatsächlich einen Campingtisch, einen Campingstuhl ohne große Schwierigkeiten, dass ich den verwinden muss, reinbringen kann. Ich mache euch das Ganze mal auf. Ja, das Innenleben ist jetzt nicht so relevant, es geht ja einfach nur durch um die Durchführung. Genau, wir haben hier ein Fahrzeug, wo Einzelbetten sind. Das andere wäre ja so, dass wir den großen Stauraum, den wir euch von oben gezeigt haben, dass der jetzt hier dahinter wäre. Das ist dieses zusätzliche Blech, was reinkommt, was also den Schlauch, den Warmluftschlauch schützt. Ja. So. Da sieht man hier hinter auch, da, wenn man, na gut, jetzt sieht eh vielleicht jetzt nicht, aber ich sehe es zumindest, da kann man sehen.
da kommt er dann wieder raus. Ne? Ja, okay. Was kostet so eine Serviceklappe zusätzlich? 360 Euro. Wer also sagt, er möchte die Serviceklappe rein hat, wird das Fahrzeug mit dieser Serviceklappe nachgerüstet und man hätte den wunderbaren Zugang zu dem Fahrzeug, zu dem Staubereich. Okay. Ja, wunderbar. Das Doppelstockbett müssen wir noch sehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Nachdem wir gesehen haben, wie das Dreietagenbett aussieht, haben wir hier jetzt mal die Standardvariante. Ihr seht wieder die große Serviceklappe. Ja. Und bei dem können wir uns genau angucken, was für Sinn das macht, dieses zu verbauen, indem wir bei einem Doppelstockbett, was ganz normal die Zwei-Bett-Variante hat, ihr seht, das andere war ganz unten, das ist jetzt ein Stück höher gesetzt. Ja. Ja, und das obere ist auf der Position wie bei dem anderen. Ja, das ist also oben, das innen jetzt ein bisschen anders, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht jetzt nur um das Bett unten. Deswegen wundert euch nicht, genau. Wir können dieses Bett komplett für die Fahrt oder auch wenn ich stehe und nur ein Kind mit habe, zum Beispiel zur Seite wegklappen, ja. Wird hier gesichert. Ja, über dieses Band. Ja, da oben ist ein Band, das ist okay. Genau. So, und dann habe ich diesen Bereich, wo wir hier reingucken, als zusätzliche Staumöglichkeit. Ja, dass ich hier eben Fahrräder zum Beispiel. Locker rein, Lenker gedreht. Ich muss den Lenker ein bisschen drehen und dann kriege ich hier 2 bis 3 Fahrräder rein oder Kinderwagen oder was eben gerade zur Familiensituation passt. Okay. Ne? Fahrräder können wir ja auch vorne auf der Deichsel unterbringen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo ich mit Stauraum vernünftig untergehen kann. Wir sehen auch hier ordentliche Serviceklappe. Wir haben hier Aluminium, ja, was gut verarbeitet ist ringsrum mit einem Innengummi und nochmal einem Zusatzgummi hier draußen. Wenn ihr euch mal hier anguckt, auch hier für die kleine Klappe im Endeffekt 3 Scharniere. Ja. Ja. Also auch hier wieder sehr wertig. Also da kannst du nichts sagen. Also das ist alles... ja, also da haben sich Ingenieure nicht nur 5 Minuten hingesetzt, sondern haben das wohl durchdacht. Genau. Okay. Ja, dann haben wir eigentlich an den Fahrzeugen jetzt noch die Besonderheiten gezeigt. Ja, ich komme jetzt wieder hier auf die Seite. Ja, ja, wie du schon sagtest, wir sind am LMC-Stand auf der Messe. Ich werde also während der gesamten Messezeit hier sein. Meldet euch, die Rufnummer bekommt ihr und dann sind wir gern für euch da und sprechen über das. Auch über neue Modelle, gar keine Frage. Wir haben nicht nur das eine. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass das letzte Video war, was wir hier noch machen. Wir werden euch noch, glaube ich, die eine oder andere Neuheit zeigen. Ja, da machen wir aber extra Videos zu. Und vielleicht schaffen wir es auch, weiß nicht, auf die nächsten Tage, wir schauen mal gleich einen Terminkalender, wenn wir einen Schnelldurchlauf machen. Dann gehen wir einfach mal ganz kurz über den LMC-Stand. Werden wir früh morgens mal machen, wenn hier keiner weiter da ist. Und dann versuchen wir mal in 10 Minuten euch alle Modelle im Schnelldurchlauf kurz anzuteasern, damit ihr wisst, was es überhaupt auf der Messe gibt. Ansonsten, wir können es euch nur empfehlen. Caravan Salon 2022 in Düsseldorf. Riesenauswahl. Also wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kommt vorbei. Es ist ein Erlebnis. Es ist die Reise wert. Du, ja? Einen habe ich noch. Oh, einen habe ich noch. Habe ich mir noch nicht verraten. Leute, wir stehen hier vor einem LMC Style 490K. Ja. Auch eine Kinderzimmervariante. Anders aufgeteilt. Andere Baureihe. Größere Breite, wir sprechen hier von einer 230er Breite. Ja. Und auch hier haben wir es so gemacht, dass wir uns 5 Fahrzeuge aus der 22er Produktion gesichert haben, die wir mit einem entsprechenden Preisvorteil, wie wir es bei dem anderen auch gemacht haben, gegenüber den 2023er anbieten. Ja. Und hier auf der Messe neue Besitzer suchen, die mit ihrer Familie eine schöne Urlaube verbringen wollen und vor allen Dingen das Fahrzeug auch kurzfristig geliefert bekommen. Okay, also wer mit dem 470er, den wir euch eben gezeigt haben, vielleicht nichts anfangen kann, kann sich den Style 490K mit Harry gemeinsam hier ansehen. Genau. Jetzt sind wir schon bei 35 Minuten. Es ist Wahnsinn. Harry, wir müssen jetzt Schluss machen. Du, ich habe auch was zu trinken am Tisch. Ja. Harry von Trem, Karamanland und der André von Wenn Berlin verabschieden sich. Ja, Leute, und wie gesagt, bleibt gesund. Ich bin auch noch eine ganze Weile da, also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, meldet euch. Bis dann. Ciao.